herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute los mit den YouTube-News aus dem Reitsport. Und ich habe mir überlegt, ich sage euch einfach so ein paar Highlights, die ich gut finde. Und dann geht es ab nächste Woche auch los mit dem Kanal der Woche. Und zum Kanal der Woche kann ich nur sagen, dass ihr auf jeden Fall einfach unten in den Kommentaren ja, Kanäle erwähnen könnt, die ihr gut findet, wo ihr sagt, boah, den musst du dir mal angucken, Anna. Genau, und dann suche ich mir den raus, der mir am besten gefällt. Und stelle ihn halt als Kanal der Woche vor. Aber jetzt fangen wir direkt mal an. Und zwar geht es einmal um etwas, was nicht direkt was mit YouTube zu tun hat, mehr mit Instagram. Und zwar gab es die letzten Tage und die letzten 2-3 Wochen eine relativ große Werbungspanik. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Werbung mittlerweile anders gekennzeichnet werden muss als ja noch vor einem halben Jahr oder vor 4 Wochen noch. Und zwar muss jetzt alles ja, gekennzeichnet werden, was Werbung sein könnte. Ob das jetzt bezahlt ist oder unbezahlt ist, egal. Sobald man einen Markennamen sieht oder erkennen kann, dass es auch darum geht, auch wenn man es freiwillig vorstellt, also wenn ich euch jetzt sagen würde, ey, ich habe hier, ich gucke gerade, was ich auf meinem Schreibtisch liegen habe, ich habe hier ein iPhone, das habe ich mir selber gekauft, aber ich möchte es euch empfehlen, dann muss ich trotzdem hinschreiben, Werbung. Weil ich für diese Marke werbe, auch wenn ich dafür nicht bezahlt werde. Das heißt also, auch unbezahlte Werbung wird markiert. Das heißt aber auch, dass wenn ich jetzt in meinem Instagram-Account jemanden verlinke oder auch hier bei YouTube jemanden verlinke, muss ich schreiben, Werbung durch Personennennung. Der Hund hat sich, glaube ich, erkältet. Sie niest ein bisschen. Das ist super anstrengend, aber lieber daran halten und einmal zu viel Werbung markieren als einmal zu wenig. Das war Thema in den letzten Wochen bei Instagram, hier bei YouTube glaube ich auch so ein bisschen, da wird natürlich auch jetzt viel mehr markiert und gekennzeichnet und ja, wundert euch also nicht, wenn auf meinem Kanal bald auch in der Infobox Werbung steht, obwohl irgendwie nichts ist, was ich gesponsert bekommen habe oder wo ich jetzt kein reines Werbevideo draus mache. Ich muss es kennzeichnen. Okay, Thema Nummer 2. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Mustang Makeover verfolgen. Ich bin da gar nicht so aktiv drin, aber ich finde halt einfach die Maya Hegge, die ja auch letztes Jahr gewonnen hat, macht das auch dieses Jahr wieder total klasse. Und ich finde es total interessant zu sehen, wie sie mit dem Mustang umgeht, was ihr Mustang alles schon kann. Und deswegen verlinke ich euch auf jeden Fall mal eins der Videos von ihr unten in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Vielleicht ja, seid ihr auch selbst aktiver Zuschauer von Mustang Makeover. Und findet Maya gut, nicht gut? Schreibt es auch in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber diskutieren, über den Mustang Makeover. Ja, genau. Und dann kam noch ein interessantes Thema von der Damiana, die vom Kanal Damdias kommt. Sie hatte länger keine Videos gemacht und hat dann ein Video gemacht, wo sie erklärt hat, warum sie keine Videos gemacht hat. Und hat eben auch Unmut geäußert, dass es viele Reitsport-YouTuber gibt, die nach ihr angefangen haben. Sie ist ja schon relativ lange dabei. Ja, dass es eben Reitsport-YouTuber gibt, die nachher angefangen haben mit YouTube, aber jetzt schon viel weiter sind, viel mehr Klicks haben, viel mehr Abonnenten haben und genau, dass es halt für sie trotzdem ein Hobby bleibt, dass sie noch arbeitet und dass diese ganzen Vollzeit-YouTuber natürlich ganz andere Möglichkeiten haben. Und so sehe ich das auch. Es ist manchmal frustrierend, wenn ich sehe, oh, da kommen jetzt neue YouTuber, die es halt einfach Vollzeit machen können, die finanziell andere Mittel haben, die keine Ahnung, ne, einfach bessere Möglichkeiten haben als ich, als Damiana, als jeder, der es eben nicht Vollzeit macht. Oder jeder, der vielleicht nicht durch die Eltern unterstützt wird und finanzielle Mittel en masse hat, sag ich mal. Und ich kann sie da gut verstehen und ja, ich finde das Thema regt halt zum Nachdenken an und deswegen verlinke ich euch auch ihr Video einmal unten in der Infobeschreibung. Und dann gibt es auch was Neues von meinem momentanen Lieblingskanal, nämlich Momos Turnier FMAs. Und zwar finde ich total klasse, dass sie immer mal wieder Videos hochlädt, wo man halt sieht, dass sie mit den Pferden, die erfolgreich bis S springen gehen, eben auch ausreiten geht oder in den Badesee reiten. Ich kann keine deutschen Sätze bilden heute. Wo man sieht, dass sie mit ihren Springpferden, die bis S springen, platziert sind. Ich glaube auch siegreich, weiß ich gar nicht so genau. Aber sie geht halt eben auch mit ihren Sportpferden, die eben das S-Springen springen, ausreiten und sie geht in den Badesee und man sieht einfach, dass es total ungezwungen ist und ich finde es immer total schön als Kontrastprogramm, sag ich mal. Ich finde, sie ist so vielseitig und ja, ihre Videos sind einfach gut gemacht, deswegen auch ihr Kanal einmal unten in der Videobeschreibung.
Und zum Schluss geht es um Janina Kind. Und zwar finde ich es da halt auch total super, dass sie so viele FMAs macht. Ich weiß, wie anstrengend das ist, das zu machen und wie unangenehm das ist, in der Öffentlichkeit sich selbst zu filmen oder jemanden hinter sich herlaufen zu haben, der einen filmt. Und ich finde, ja, sie macht es einfach total super. Sie ist sympathisch und nett und fröhlich. Und ja, ich gucke mir ihre Videos gerne an. Deswegen gibt es unten einmal auch ihren Kanal. Und zuletzt kam das Video von Balbe Optimum. Das war auch wieder, ja, ein Top-Video, schöne Aufnahmen. Aber wo es mir eigentlich drum geht, war oder ist ihr Ja-Nein-Video, was sie mit der Malle jetzt letztens hochgeladen hat. Und ich finde sowas einfach total cool. Genau, und daher möchte ich euch gerne bitten, mir ein paar Ja-Nein-Fragen zu stellen für das nächste Video oder für eins der kommenden Videos. Genau, mal wieder eine Community-Aufgabe für euch. So, das war's dann auch schon wieder. Zum Kanal der Woche habe ich euch ja was gesagt am Anfang. Schreibt mir, ich bin gespannt und freue mich. Ciao!